Yo, was geht ab, meine unverschuldeten Krieger? Euer Distronix ist wieder am Start hier für euch im neuen Jahr 2017. Ja, ein bisschen verspätet und ich habe den Upload-Button auch wieder gefunden. Und wir beginnen das Jahr 2017 erstmal mit einem frohen neuen Jahr für euch und eure Familie natürlich, für all meine Abonnenten. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Schule, auf der Arbeit, wo auch immer, mit eurer Lady, was auch immer. Bleibt gesund und wir rocken gemeinsam 2017 durch. Im Hintergrund, beziehungsweise gleich so im Anschluss, werdet ihr ein Real Talk Video sehen, was wir gerade eben so mit Twiker und Jinzo aufgenommen haben. Das war eigentlich just for fun. Wir wollten eine Session machen, in der wir zocken. Ich wollte so das Best of quasi rauscutten. Und ja, so sieht's aus. So wollten wir das machen. Und da ist wirklich eine geile Episode Real Talk draus geworden. Also wie ich finde. Schaut es euch wirklich in voller Länge an. Es geht auch um das Thema Liebe, Freundschaft, alles Mögliche so. Schaut es euch wirklich in voller Länge an. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare da lassen. Falls ihr auch eine ähnliche Geschichte erlebt habt, würde es mich auch interessieren. Ihr könnt mich auch privat anschreiben auf YouTube, so ist es ja nicht. Und ja, also Freunde, frohes neues Jahr, viel Spaß mit dem Video. Wir hören uns. Ciao. Schon wieder gewonnen. Wen wollt ihr ficken, Alter? Adi, wir spielen so lange, bis wir Aki besiegt haben. Das kann nicht so sein, Mann. Aki, erzähl. Also. Das hat alles so angefangen. 2012. Da ist von dem Mädel leider der Dad verstorben zu der Zeit. Ja? Wünsche ich wirklich keinem. Auch heute, nach dem, was die mir angetan hat. Wünsche ich echt keinem. Und wie sich das halt so für Freunde gehört, ist man füreinander da. Wir haben jeden Tag gechillt, wir haben so viele Sachen miteinander gemacht. Und ich war einfach in der Lage, so als normaler Freund, als guter Freund, war ich irgendwie in der Lage, verpflichtet, ihr zu helfen. Das gehört sich doch so. Ja, klar. Normal. Und dann gibt es bei uns hier in der Nähe so ein Hafenfest in Gernsheim. Das nennt sich Fischerfest. Das ist so eine Hafenkirmes halt so. Okay, sind wir damals hin, das war im August 2012. Ich mit meinem besten Kumpel, also dem kleinen Bruder von ja, und sie mit ihrer besten Freundin. So, und wir haben dann so eine Gruppe geschlossen. Und in dem Abend dachte ich mir, Alter, diese Frau musst du haben. Die hast du schon mal erzählt, glaube ich, die Story. Hast du doch mal so ein Video hochgeladen, Liebe und so. Ja, genau. Ja. Aber ich erzähle das jetzt lieber noch mal so. Ja, mach was weiter. Ja. So. Und dann dachte ich mir, scheiße, Alter, diese Frau, die musst du haben. Ich habe mich so krass in das Mädel verliebt und ich bin ein Mensch, wenn ich mich in ein Mädel verlieb, dann, aber richtig, für mich heißt es nicht irgendwie bei einem, ich liebe dich, ich bring für dich den Müll raus, sondern ich bin in der Lage, viel mehr zu tun. Ich würde alles tun. Auch wenn ich da ins Gras beiß. Aber gut, zurück zum Thema. Das ist bei mir genauso, Digga. Das ist oft richtig kritisch dann. Ja, und ich habe bei dem Mädel, ich habe für sie alles getan. Ich habe ihr gezeigt, dass ich es auch so ein bisschen ernst meine. Ich habe auch gewisse Andeutungen gemacht. Und ich habe damals, in Anführungsstrichen, mit Freunden. Warum Anführungsstriche? Werdet ihr ja jetzt erfahren im Laufe der Geschichte. Und diese Freunde sind dann straight zu ihr hin und haben mich verraten. So, sie wusste, ich will nichts von ihr. Sie wollte aber nichts von mir. Gut. Ist zwar blöd, aber sei dann ehrlich und komm zu mir, dann klären wir das. Weil man kann immer noch die besten Freunde bleiben. Ja. Yeah. So. Okay. Sie wusste Bescheid und ich renne wie ein Idiot ihr hinterher. Sie war sich wahrscheinlich viel zu schade oder ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, Gott und die Welt hat das gewusst, dass sie nichts von mir will. Außer ich. Keiner ist zu mir gekommen damals und hat zu mir gesagt, ey, so sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Keiner hat das gemacht. Und sie wollte damals zu ihrem Geburtstag, ich glaube, das war irgendwann im November oder Dezember, keine Ahnung, wollte sie eine Uhr haben, so eine Swatch oder was es hieß, so eine Brazilian Edition. Muss ich mal gucken auf Google, ob ich das noch finde. Und ich habe damals noch keinen Job gehabt so richtig. Ich war ja 16. Das war kurz, bevor ich am Flughafen angefangen habe. Oder während der Anfangszeit, da hast du ja einen Monat, wenn du da anfängst, hast du ja immer noch kein Geld. Du arbeitest, aber hast ja kein Geld auf Kante. Und ich war bereit, wirklich auch illegale Sachen dafür zu tun. Ja.
Hauptsache, sie hat diese Uhr zum Geburtstag, weil ich das Mädel verdammt nochmal geliebt habe. Und das auch gerade nicht wenig. So. Ich renne wie ein Idiot weiter hinter ihr her. Sie hat mich nicht zur Seite genommen. Monatelang. Ich habe alles für sie getan. Und dann erfahre ich so eine Woche oder anderthalb Wochen vor ihrem Geburtstag, ja, sie hat sich in den Kumpel verliebt, den ich ihr vorgestellt habe an der Hafenkirmes. Alter. Mhm. Und selbst dann, als ich es erfahren habe, wollte sie immer noch nicht reden. Ich habe dafür gekämpft, dass wir reden. Und dann habe ich noch ein paar, also von diesen Freunden, die mich verraten haben, ich habe das ja alles im Nachhinein erfahren. Ich war am Boden zerstört. Ich war am Boden zerstört. Und ich habe die dann sowas von zur Sau gemacht. Ich habe, Alter, nee. Und damals habe ich so oder so genügend Stress gehabt, auch zu Hause. Yeah. Und dann hat mir das auch noch gefehlt. Und ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, das ist auch schon der Grund, warum ich angefangen habe zu rauchen. Weil ich das Mädel geliebt habe. Und sie mich so krass enttäuscht hat. Ich war damals ein Scherbenhaufen war ich gewesen. Alter, das tut mir leid für dich, Alter. Das ist richtig mies. Und ja, das ist die Geschichte. Und seitdem bin ich verdammt vorsichtig. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe seit damals, habe ich in meinem Kopf einen Schalter umgelegt und der nennt sich Verlieben. Ich habe seit damals nie für ein Mädel mehr empfunden wie Freundschaft. Nie. Es muss wirklich eine kommen, die mich wirklich umhaut, wo ich mir denke, ja, das ist sie. Ja. Es muss jemand kommen, der mein Herz wieder öffnet, weil meins ist jetzt total verschlossen. Ein Mensch da draußen wird diesen Schlüssel haben und das Herz öffnen, aber wer es ist, weiß ich nicht. Heftig, Mann. Das ist die Geschichte. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Das ist mir auch zuvor. Ich war in ein Mädel verliebt gewesen. Ich habe auch alles für sie getan. Ja. Und ich habe ihr dann halt das gestanden, dass ich halt auf die stehe. Mhm. Ja. Und sie meinte anfangs, ja, ist gar kein Problem. Ich empfinde halt nicht das, was du für mich empfindest. Aber wir können immer noch die besten Freunde bleiben. Ey, das hat mich doch gefreut, dachte ich. Ja. So, ich war auf der Arbeit, als ich ihr das geschrieben habe. Ich habe damals so ein Langzeitpraktikum gehabt. Dann war ich zu Hause und dann höre ich von meiner Schwester, weil die kannten sich auch. Mhm. Die gingen zusammen in eine Klasse damals. Und ja, dann habe ich mit meiner Schwester drüber geredet. Und die kam so, ey, warum sagst du es ihr? Und bla 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 und hier und da. Und die weiß jetzt nicht mehr weiter und was weiß ich. So, dann hat die mich wirklich innerlich so kaputt gemacht. Mit, ja, ich brauche eine Auszeit. Ja, ich brauche eine Auszeit. Die hat mich in Skype blockiert. Die hat meine Nummer gelöscht. Die hat alles gemacht. Obwohl ich ja gar nichts getan habe, so. Und dann hat die sich nur gemeldet, wenn die mich gebraucht hat. Boah, das ist... Oder wenn die irgendwas von meiner Schwester haben wollte und meine Schwester nicht geantwortet hat. Dann hat die sich gemeldet. So eklig. Ja. Das ist einfach so traurig, was für Ratten so auf den Drecksplan. Ja. Ja, ohne Scheiß, Mann. Ich habe auch einen Kollegen gehabt. Ich bin ja jetzt umgezogen, ne? In meinem alten Haus, ne? Ja, Digga, wir waren so lange Freunde, ne? Ich kenne den Typen, seitdem wir zusammen auf der Grundschule waren, Mann. Mhm. Ich weiß, 7, 8 Jahre, Digga. Und er ist überwiegend nur zu mir gekommen, wenn irgendetwas mit Zocken war oder wenn ich ihm irgendwas einstellen sollte. Irgendwas mit kaufen, gekaufen, ach, keine Ahnung, irgendwas, wenn er mir eine Hilfe braucht, ne, auf jeden Fall. Sonst habe ich nie was von ihm gehört, Digga, ohne Scheiß, Mann. Digga, der hat sogar eine neue Nummer bekommen, ne, 1 oder 2 Jahre, und der hat sie mir nicht mal gegeben oder so. Auch auf Anfrage, Digga, so, ja, ja, ich gebe dir später, auf einmal gar nichts, Digga. Okay. Jetzt sag mal, nee. Ja.
Es ist wirklich, also keine Ahnung. Es ist mir nicht einmal passiert sowas, es ist mir schon mehrere Male passiert und irgendwann denkt man sich, weißt du was, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, muss man dagegen halten. Und das habe ich seitdem, also wo das passiert ist mit dem Mädel, wo die sich halt in den Kumpel verliebt hat, den ich ihr vorgestellt habe. Seitdem habe ich alle Schalter umgelegt. Ist zwar traurig, so anzuhören. Aber vielleicht war es auch ganz Ja, gut so. vielleicht. Weißt du, weil vielleicht dieses Ereignis wäre es vielleicht irgendwann nicht so in der Lage gewesen, halt, keine Ahnung, wenn es halt wirklich die absolute perfekte Frau gewesen wäre, ne? Keine Ahnung, ne? Weißt du, anscheinend will dir das Leben, oder wolltet dir damals das Leben, irgendeine Weisheit irgendwie aufzwingen. Und dass du dir das jetzt irgendwie genau in den Schädel reingehauen Ich hast. weiß es nicht. Es hat wahrscheinlich immer an meinem Optischen so gehangen, so. Weil ich habe keine Modelmaße. Ich bin nicht der Ja, Digga, Schmalste. das ist. Ich sehe auch nicht aus wie irgend so ein Beach Boy. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ, so, der Charakter hat. Ich kann sagen, okay, vielleicht sehe ich optisch nicht so aus wie Brad Pitt oder so. Ja. Aber ich kann sagen, dass ich Charakter Ja. habe. Und den wussten die Weiber nicht zu schätzen. Ja. Nicht. Das heißt auch immer. Und es ist traurig, ja, Aussehen bringt zusammen, Charakter hält zusammen. Aber wenn du halt nicht das Aussehen hast, Ja, Digga. das ist halt schwer halt rauszufinden, ne? Ich meine, willst du auch nicht mit einer Bananenschale zusammen sein, das ist ja völlig klar, ne? Digga, ich sag dir Du ganz musst ja ehrlich. als erstes zum, ne, Digga, wenn du ja ein Weib irgendwie triffst, halt einen Ja. Typen, je nachdem, was du ja bist, dann guckst du ja erstmal so gewiss aufs Aussehen, ne? Ob der halt für dich irgendwie, keine Ahnung, ob du ihn attraktiv findest oder sie, ne? Du, dich halt schon so ein bisschen anmacht, ne? Und so sagst, ey, ja, geil und so, ne? Ich meine, du willst ja keinen Mülleimer irgendwie zusammen. Das ist halt erstmal so Ja, das vorab, Optische ne? so, ja. Genau, das ist halt so das wirklich allererste, so, ja, okay, gut, klar, und danach, ne? Weil klar, Charakter und so ist einfach viel wichtiger. Auf Das jeden. auf jeden Fall, Mann. Alter, ich kann euch sagen, die Lady, die ich eines Tages heiraten werde, oder mit der ich auch zusammenkomme, ich werde sie auf Händen tragen, selbst wenn sie scheißen muss. Darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Ich war auch mal in eine verknallt. Die habe ich nur so online kennengelernt, da haben wir so WhatsApp-Nummern ausgetauscht. Und dann macht die auf einmal, wir schreiben halt so ein bisschen, dann macht die auf einmal eine Memo. So wirklich so eine übelst hübsche, ne? Auch übelst korrekt gewesen. Dann macht die eine Memo. Und dann habe ich erst gemerkt, was für eine das ist, dass sie so übelst die Asoziale ist. Warum? Was passiert? Ja, allein wie sie redet und wie sie so mit ihren Freunden umgegangen ist und so, so voll. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So voll asozial einfach, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Und dann, bei mir, das hat auch so ein Schalter, so, ja, die ist voll hübsch, bla bla, aber so ein Schalter, der kann sich so voll schnell umdrehen bei mir. Ja, für mich war das auch damals mit dieser einen Sarah. Das war für mich, keine Ahnung, das Mädel war damals, war es schon korrekt gewesen. Aber es hat mir da irgendwas gefehlt. Und ich war auch kein Arschloch gewesen, aber ich wurde wahrscheinlich als eins dargestellt. Ich habe zu dem Mädel nie gesagt, nie, nachdem sie mir das gestanden hat mit ihren Gefühlen. Ich habe zu ihr nie gesagt, ich möchte jetzt nicht mit dir befreundet sein oder was weiß ich deswegen. Deswegen gibt man keine Freundschaft auf. Ich weiß, wie sich Ja. das anfühlt. Besonders nach diesem Mädel, wo mich dann nur ausgenutzt hat, wenn sie halt was gebraucht hat. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist, ach, so ein ewiges Hin und Her. Und ich habe viel draus gelernt. Ich habe auch durch die letzte, also quasi, wo sich dann den Kumpel verliebt hat, den ich ihr vorgestellt habe, da habe ich auch gemerkt, was wahre Freundschaft ist. Denn der Kumpel, in den die sich verliebt hat, der ist dann zu mir gekommen, weil wir haben uns ja dann getroffen gehabt. Wir sind dann Döner essen gegangen. Und ich habe ihm dann erzählt, was da Sache ist, ne? Weil er hat sich auch so ein bisschen dafür interessiert. Und dann habe ich ihm das erzählt. Und er meinte, ey, Alter, ich will nichts von ihr. Das Mädel, mag sein, dass es korrekt ist, aber ich will nichts von ihr. Und selbst wenn, würde ich es dir zuliebe nicht machen. Und da denk, Das.
Da denke ich mir, holy shit, Alter. Solche Freunde findest du echt nicht nochmal. Roman und ich waren auch im Gym und im Fitness halt. Und Roman hat sich, ist halt verknallt gewesen. Und dann haben wir auch so geredet. Und dann hat halt ihr gesagt so, dass er in sie ist, dass er was von ihr will, aber sie halt wieder nicht von ihm. Okay. Und dann haben wir uns auch gegenseitig so versichert, wenn sie jetzt mich fragen würde nach Beziehung oder so, dass ich es einfach nicht machen würde. Und er hat das Gleiche gesagt, wenn es andersrum wäre. Warum auch, ganz ehrlich? Warum? Ja. Digga, du brichst deinem Kumpel da absolutes Herz dann. Ja. Und vor allem, du kannst nie was zusammen mit denen machen. Nee, geht Du nicht. kannst nie was mit deinem Kollegen und mit der Perle machen. Ich könnte sowas auch nicht machen. Auch mit der Ex von einem Kumpel oder sowas, wenn die mich anschreiben würde, ich würde die konstant ignorieren, so. Ja. Weil das geht gar nicht irgendwie so. Das geht echt nicht. Auch wenn es die Ex ist, auch wenn jetzt beide wieder Single sind und jeder sein Ding so macht, aber das gehört sich einfach nicht so. Ein bisschen Erziehung muss echt schon sein. Und ich mag echt zu bezweifeln, dass ich ein schlecht erzogener Typ bin. Ich weiß, den Menschen zu schätzen, egal wie er aussieht. Ich mache viele Scherze über Rumänen, Afghaner, Schwarze, Neger, was weiß ich, Alter. Aber ich habe doch selber Freunde, die sind so. Ja, Ich ich hab's auch. selber Arbeitskollegen, die sind so. Ich gebe denen jeden Tag die Hand, ich unterhalte mich mit denen, ich lache mich mit denen kaputt, weil es einfach coole Leute sind so. Ja, Mensch Mir ist Mensch. ist es egal, woher du kommst. Du sollst einfach korrekt sein. Wenn du mich zu schätzen weißt, weiß ich dich auch zu schätzen. Ganz einfache Sache. Ja, ist so. Das ist ein Fakt. Und wer mich nicht zu schätzen weiß, optisch so wie vom Charakter her, so wie ich denke, der kann mich kreuzweise am Arsch lecken. Deinen Spruch habe ich gefeiert. Ich bin Welchen? so, wie meine Mama mich damals rausgepresst hat. Und wer nicht was dagegen hat, kann sich Ja, verpissen. es ist so. Ich bin so, wie ich bin. Meine Mom hat mich so rausgepresst. Punkt, Ende, aus, fertig. Kannst halt eh nichts ändern. Nee, daran wird auch niemand was ändern. Ja. Ich werde genauso in 10, 20, 30 oder auch kurz bevor ich verrecke, ich werde genau derselbe Typ sein. Ich werde wahrscheinlich viel im Leben noch dazulernen. Aber so vom Grundbaustein her werde ich immer noch genau derselbe Typ sein. Ja. Weil, ganz ehrlich, warum soll ich mich verstellen? Warum? Wegen einer Person Ja. erst recht nicht. Ich habe auch eine gute Freundin, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gern habe. Ja, ich habe die wirklich sehr lieb, ey. Aber wirklich. Ja. Es haben so viele Typen versucht, sie charakterlich so zu ändern. Ihren Charakter total umzuändern. Sie hat so viel Scheiß erlebt. Sie hat zu mir gesagt, bitte erzähl das nicht. Und wenn ich ein Wort gebe, dann halte ich es auch. Ist Aber so, ich kann es auch ist. nicht verstehen, wenn man jetzt in einer Beziehung ist. Ist man doch zusammen, weil man sich doch liebt. Ja, also ich liebe jetzt den Charakter von dem Mädel. Ja, in den habe ich mich doch verliebt quasi. Warum soll ich ihn ändern? Warum? Ja. Jeder Mensch hat seine Macken. Ich bin Ja. auch kein perfekter Mensch. Ich habe meine Macken, ich bin so. Genau diese Macken zeichnen mich doch aus. Ansonsten wäre es irgendwie langweilig so. Ja. Und wer das alles nicht zu schätzen weiß, der kann wirklich einen großen Bogen um mich machen. Ganz ehrlich. Das ist auch richtig 31er, wenn du jetzt so sagst, wenn nicht der mein Wort gibt, dann halte ich das. Das bekomme ich in meinem Freundeskreis mit und allgemein so in der Gesellschaft, dass wenn du sagst, ja, ich erzähle jetzt was, aber es bleibt unter uns, Ja. dass es sowieso nie eingehalten wird. Bei den meisten Fällen. Ich habe auch Kumpels kommen auch zu mir und sagen so, ja, der hat zwar gesagt, ich darf es dir nicht sagen, aber und dann haut er raus. Oft bin ich natürlich so Ja. dankbar, dass es mir dann sagt, weißt du? Weil es halt dann manchmal so Sachen sind, so was die Person über einen denkt oder so. Aber wenn es so Sachen sind, zum Beispiel,
Ja, ein Kumpel hat zu mir gesagt, ja, der hat sich mit der geküsst. Ja, Junge, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erfahren. Ach Was? so, ja genau. Hm. Was interessiert das? Das ist doch deren Angelegenheit. Du hast gerade ein Vertrauen gebrochen gegenüber den Typen, nur damit du mir sagst, dass die zwei sich geküsst haben. Und mir war das sowieso klar, dass die zwei sich geküsst haben. Das heißt, ich wusste es ja schon so halb, weißt du? Und da bricht er einfach so ein Vertrauen, nur um mir so eine Info zu geben, die nicht, ich sage es mal, überlebenswichtig ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ja, aber ich glaube, so der Sinn dahinter ist halt einfach Aufmerksamkeit. Wieder so eine Ja. relevante Dings spielen. Oh, ich bin der, der die geheime Information hat. Jungs, kommt mal Ach, her, ich hab was zu das sind sagen, diese weißt du? aufmerksamkeitsgeilen Ja, Typen, die im das ist Leben das nichts Ding. gerissen haben und dann einen auf cool machen, so. Ja. Ich sag euch auch ganz Digga, ehrlich. das merke ich so hart in der Schule, ne? Weil ohne Scheiß, ne? Jedes Wochenende das neue, Mann. Ich war da saufen, da war eine geile Fotze, da, Digga, ich hab da 10 Köpfe geraucht, ich bin der heftigste Junge, man Digga, das sieht aus interessiert wie mich doch, eine das. scheiß abgeschälte Chiquita-Banane, Junge, halt doch deine Digga, Fresse, Mann. das Ich interessiert könnte mich doch ein immer heulen, Scheißdreck, Digga. was ein Typ am Wochenende macht. Soll er doch tun und lassen, was er will. Aber lass mich doch damit in Ruhe. Was pusht er sich denn so rum? Das ist echt so. Wenn ich jetzt mal eine lustige Story zu erzählen habe, ja, dann erzähle ich die so, damit mal was zu lachen haben. Und nicht, boah, ich bin so geil und wollabilla. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mit Wort halten, ja. Ein einziges Mal habe ich mein Wort nicht gehalten. Und ich hasse mich dafür. Und zwar mit dem Mädel, wo ich wirklich sehr lieb habe, wo mir auch vieles anvertraut hat. Sie ist für mich da, ich bin für sie da. Das ist auch was ganz Normales so. Ich wollte mich mit ihr treffen. Im Dezember, da hatte ich Urlaub gehabt. So. Und ich konnte da mein Wort nicht halten, weil ich halt die finanziellen Mittel nicht dazu hatte, weil ich vieles zu zahlen hatte. Vieles, sehr vieles. Und das hat mich einfach so runtergemacht. Es hat mich Ja, so runtergemacht. na Digga, das ist noch mal andere Sachen von Ja. Vertrauen und so weiter, Ja, Digga, weil du ich bin. konntest es ja leider nicht wegen finanziellen Gründen, ne? Das ist halt leider belastend, Ey, wäre Digga, das in dem Mädel gleich Moment. um die Ecke, ich schwör's dir, ich wäre jeden Tag bei ihr gewesen. Jeden Tag. Ja, Digga, ich komme jetzt nicht mit. Was meinst du jetzt mit dem finanziellen Zeug? Ja, weil das Mädel wohnt ja nicht gerade um die Ecke. Von mir aus sind das irgendwas mit Ja. 350 Kilometer, glaube ich. Oh. Ja, das ist gerade nicht wenig. Und mein Auto, weißt du, schluckt auch wie eine Nutte. Ja. Und ein Tank kostet da schon 100 Euro. Einmal hin und nochmal zurück 200 Euro. So, dann will man noch was machen. Ich meine, du gehst nicht einfach dahin und sagst so, hier bin ich und dann chillst du irgendwie nur drin. Man geht raus in die Stadt, man geht einkaufen, man geht was weiß ich. Ja. Ja, das ist auch nochmal Geld. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt, was ich sehr hasse. Also dafür habe ich, oder ich hasse mich immer noch selbst dafür so, weil ich mein Wort nicht halten konnte. Ich habe als kleine Entschädigung, da könnt ihr halt schon so wissen, wie viel mir dieses Mädel so bedeutet. Und zwar, sie hat Geburtstag gehabt im Dezember. Ich wollte sie ursprünglich überraschen mit einem Überraschungsbesuch, ja? Das heißt, sie wusste, okay, Dezember irgendwo da treffen wir uns, aber nicht genau wann. Und dann wollte ich sie halt überraschen zu ihrem Geburtstag. Dann habe ich recht schnell gemerkt, ey, das wird nichts. Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und das war mir auch nicht leicht gewesen, ihr das zu Ja. sagen, dass ich halt leider nicht da sein kann, so. Ich habe selber nur noch 50 Euro gehabt für den Rest des Monats. Wir waren Weihnachtsmarkt mit der Familie, mit Freunden, überall. Ich hatte nicht mal Geld, um was zu essen zu holen, so. Diese 50 Euro habe ich mir zur Seite gelegt und habe gemeint, nein, das Geld schenkst du ihr zum Geburtstag. Und dann habe ich mich hingehockt, habe wirklich gehungert ohne Ende. Es war wirklich echt nicht leicht gewesen, so, ja. Aber ich hatte ein Ziel und zwar das Mädel zumindest so ein bisschen glücklich zu machen, so ein bisschen aufzumuntern. So, hier, bitteschön, da ist auch was von mir. Gönn dir, was du willst. So. Und dann, einen Tag vor ihrem Geburtstag, bin ich noch. Ich habe sogar wirklich meine Mom gefragt, ob sie wirklich so 2 Euro für eine Postkarte übrig hat und für diesen ganzen Versand. Hat sie mir Geld gegeben. Bin dann hier irgendwo zum Laden gedüst, habe mir eine Geburtstagskarte geholt, weil ich weiß, sie mag Katzen, ja, die findet das extrem süß. Und dann Ja.
habe ich ihr halt so eine Geburtstagskarte gekauft, wo da Katzen drauf sind, wo da drauf steht, alles Gute zum Geburtstag. Habe ihr dann auch noch was geschrieben, so, dass ich das Mädel unendlich gern habe und hier und da. Habe ihr noch einen Fuffi reingelegt und habe sie ihr dann abgeschickt. Und ich hatte, wie gesagt, nichts mehr. Nichts. Nada. Ich glaube, da haben wir irgendwas gemeinsam, Alter. Das, wenn ich mich in Mädchen verguck, Junge, ich würde für die alles machen. Wirklich. Das würde jeder für uns machen. Ansonsten verstehe ich da irgendwie den Sinn nicht dahinter bei dem Satz, ich liebe dich. Wenn ich das zu einem Mädel sag, dann ist es für mich, dann ist es genauso, wie wenn ich zu ihr sag, du bist für mich, das ist so wie wenn sie das einzige Mädel auf der Welt ist, was existiert. Ja. Und so würde ich es auch behandeln. Ich würde für ihr nicht nur den Müll runterbringen. Ich würde viel mehr machen. Viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Und ja. So viel dazu. Ich konnte halt leider nicht bei ihr sein. Ich gucke halt echt, dass ich irgendwie jetzt, wenn das Wetter so langsam besser wird, dass ich da irgendwie jetzt so über die Monate ein bisschen Kohle zusammenlege und dann kann ich da ein bisschen hochdüsen. Das war aber nicht die mit 16, oder? Nein, Digga. Sehe ich so aus, als ob ich mit sowas wirklich noch Kontakt haben möchte. Ich habe das Mädel überall gelöscht. Ich hasse sie dafür heute. Ich hasse sie. Ja. Auch nicht. Na. Glaubt ihr, dass Mädchen, die 15, 16... eventuell sogar 17 sind, noch nicht so wirklich reif sind? Weil zum Beispiel du, Aki, hast ja gerade eine Story erzählt, wo du 16 warst. Ich denke mal auch, dass das Mädel auch so 16 war. Nee, die war jünger. Oder noch jünger, ja. Die halt da das irgendwie nicht selber wissen und die halt erst so mit 20 irgendwie halt so wirklich einen Plan haben, so worauf die stehen und so weiter. Das kann gut möglich sein, Digga. In der Zeit sind wirklich die Leute am Pubertieren so, die sind gerade in der Entwicklung, sagen wir es mal so, ja. Die Pubertät macht dann den Menschen dann quasi richtig aus. So nach der Pubertät kann man sagen, okay, jetzt weiß ich in etwa, was ich stehe. Für mich, bei mir war es komischerweise von Anfang an, ich wurde auch so erzogen. Ich war geistig mit 16 viel reifer wie jetzt jemand mit 25 zum Beispiel. Das ist auch heute der Fall. Das sehe ich aber auch in meiner... Nicht so in meiner Klasse, nicht nur in meiner Klasse, sondern allgemein. Soll jetzt kein Push sein oder so, aber für 15 bin ich schon einer der Reiferen, sage ich jetzt mal. Ja, es kommt und wirklich auch auf die Erziehung drauf an, so. Ja, wenn ich jetzt so ein paar sehe, vor allem in meiner Klasse jetzt, die auch so 15, 16, und dann denkst du ja, die hat manchmal bei manchen Aktionen einfach, Junge, wie alt bist du nochmal? Oder wenn die sich beefen oder so, weißt du? Die hocken sich halt nicht zusammen, sondern geht's halt über den Rücken. Digga, ach du Scheiße, Mann. Digga, ich war ja in London, Klassenfahrt, ne? Mhm. Digga, bevor wir zurückgefahren sind, ne? Digga, die ganzen Weiber haben so heftig Beef geschoben, ne? Das hat sich so gespaltet, Junge, ne? Und dann wollten sich so ein paar Jungs, ne, so ein bisschen einmischen, so, ach komm, ne? Weißt du, weil, Digga, wenn halt alle so irgendwie so